richtig schön einzuläuten. Und das macht Jörg Müller von der Universität der Künste, Gastprofessor dort zurzeit. Einfach mal Hallo sagen, Jörg. Ja, herzlich willkommen zum digitalen Salon im Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Und ich gebe das Wort zurück an Marlies Schaum. Wir sind ein eingespieltes Team, wie man merken kann. Also, hiermit ganz offiziell herzlich willkommen, Tag und schönen Abend, zum zweiten digitalen Salon von D-Radio Wissen und dem Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Wir interessieren uns heute dafür, wie die intelligenten Städte der Zukunft aussehen werden, wie wir in ihnen leben werden. Und es ist ja nun mal so, dass Städte immer mehr wachsen. Es gibt ja diese Prognosen, dass ab 2050 70% der Menschen weltweit in Städten leben werden. Jetzt sind es schon mehr, die in einer Stadt leben als. Und mehr Menschen heißt mehr Herausforderungen, mehr Probleme. Wie sollen die alle wohnen, leben, arbeiten? Wie sollen die alle von A nach B kommen, möglichst sicher? Wie kommen die alle miteinander aus, ohne Chaos, ohne Armut und ohne irgendwelche Risiken und vor allem auch ohne Umweltprobleme? Und das sind Fragen, die kann man, glaube ich, mehr als eine Stunde lang diskutieren, was wir heute leider nicht machen können. Und zu jeder Frage. Stadt der Zukunft, wie werden wir sie nutzen, wie werden wir an ihr teilhaben können, aber auch wie werden wir uns in ihr bewegen, das sind so drei grobe Bereiche. Und bei all dem interessiert uns am allermeisten, wie machen wir das vernetzt, digital. Für uns ist nämlich die Stadt der Zukunft, die intelligente Stadt der Zukunft, eine digitale Stadt, eine vernetzte. Und jeder Talk lebt von seinen Gästen, deswegen haben wir uns vier kompetente Menschen eingeladen, die all dazu was sagen können. Ich fange mal mit der Dame natürlich an, so macht man das ja, ne? Nadine Heinig hat eine Plattform mitgegründet, die heißt Plan A. Es ist eine Kommunikationsplattform für Architektur und Design von morgen. Nadine ist auch eine der, falls Sie es noch nicht wussten, 111 Frauen von morgen. 111. Im Jahr 2011 war es, genau, wurde sie ausgezeichnet als eine der 100 Frauen von morgen im Rahmen dieser Initiative, glaube ich, Deutschland Land der Ideen. Ziemlich viel morgen. Du hast auch ein Buch herausgebracht, Digital Utopia. Da geht es um Architektur von morgen. Also alles morgen, alles Zukunft. Da ich eben schon kurz vorgestellt. Jörg Müller ist Gastprofessor an der Universität der Künste zurzeit. Er interessiert sich besonders für Human-Computer-Interaction und vor allem für Oberflächen, vor allem für interaktive Oberflächen. Für welche interessierst du dich im Besonderen, Jörg? Ja, insbesondere für Oberflächen, die draußen auf der Straße sind, also in der Stadt. Da gibt es ja eine ganze Menge Oberflächen. Und wenn man sich mal so die Displaypreise in den letzten Jahren so anguckt, glauben wir, dass in der Zukunft viele von diesen Oberflächen digital und interaktiv sein werden. Und damit beschäftige ich mich. Mhm. Andreas hier zu meiner Rechten, Stadtplaner, Regionalplaner, aber vor allem hier, weil du gerade dafür sorgst, dass in Städten wie Berlin oder in meiner Heimatstadt Köln überall blau-weiße Plakate hängen und da drauf ist so ein kleines Auto und dann stehen so Slogans drauf wie Hallo frei parken oder von JWD nach KDW. Das ist eine Werbeaktion von Daimler für das aktuelle Carsharing-Angebot Car2Go und Andreas Leo ist Pressesprecher von Car2Go. Warum sollte ich überhaupt mein Auto teilen? Ja, das machen ganz viele Leute schon, dass die ihr Auto teilen. Nämlich Leute, die sagen, ich brauche eigentlich ein Auto nur ab und zu, ich brauche es nicht ständig, weil ich irgendwie in der Stadt wohne und weil ich Nahverkehr nutzen kann und Fahrrad fahre, aber ab und zu brauche ich halt mal eins. Und dann muss ich mir nicht unbedingt eins kaufen, sondern ich kann es auch teilen. Und bist du auch mit einem geteilten Auto heute hergekommen? Ich bin heute mit einem geteilten Auto schon gefahren. Jetzt bin ich ganz brav mit der U-Bahn gefahren, aber ich werde dann mit einem geteilten Auto wieder nach Hause fahren. Mal kurzer Blick in die Runde. Wie viele Menschen hier in diesem Raum benutzen Carsharing? 1, 2, 3. Ja, eine Minderheit, aber das kann ja noch werden, ne? Herausforderung für heute Abend. Okay. Genau. Dann zu meiner Linken sitzt noch Frank Rieger, einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs. Man kann es so sagen, hat Spaß an Technik und an Computern, aber nicht nur das, sondern interessiert sich auch dafür, vor allem natürlich, wie technische Entwicklungen, welche Folgen sie haben auf die Gesellschaft, in der Gesellschaft. Und hegt und pflegt so ein gesundes Misstrauen gegenüber Menschen, die sehr viele Daten über uns und von uns sammeln.
und horten. Wenn ich jetzt das Thema vernetzte Stadt aufbringe, woran denkst du dann zuerst von? An enorme Geldverschwendung. Oh, gut. Ich dachte an Daten. Daten. Ja gut, ich meine, die Daten werden anfallen und wir werden uns damit arrangieren. Die Frage ist halt eben nur, finden wir Wege, damit so umzugehen, dass der Nutzen, den wir davon haben für uns alle, dass der tatsächlich gegeben ist und nicht nur, ja, sag mal, so Spielzeug wie halt irgendwie Smart Grid dabei rauskommt. Wird immer wieder ein Thema sein heute bei uns, die Daten, die anfallen, die gesammelt werden und was wir mit denen machen. An dieser Stelle, bevor wir richtig loslegen, gerne der Aufruf an Sie alle, jederzeit melden, zu fragen. Wir machen auch regelmäßige Fragerunden, aber wenn irgendjemand eine tolle Idee hat, immer gerne her damit. Ansonsten würde ich nämlich zuerst klären, worüber wir reden, nämlich über die intelligente Stadt. Und ich habe ja eben behauptet, die intelligente Stadt ist für uns die Stadt der Zukunft, die ist vernetzt, die ist digital. Dazu muss man klären, was ist eine digitale Stadt? Jörg Müller, was ist eine digitale Stadt? Tja, also für mich ist eine digitale Stadt, würde ich denken, alle Städte heutzutage schon auf eine gewisse Art digital. Ja, wir haben einen ganzen Haufen Netzwerke, wir haben Mobilfunknetze, wir haben alle möglichen Bildschirme schon, die jetzt schon draußen installiert sind. Also ich glaube, es geht eher darum, um eine weitergehende Entwicklung. Also es ist nicht so, dass irgendwie digitale Stadt was in der Zukunft ist, was jetzt noch nicht da ist, sondern es ist eher so, dass die Stadt zunehmend weiter digitalisiert wird von dem Standpunkt, wo wir jetzt heute stehen. Nadine? Also ich glaube jetzt so aus architektonischer Sicht, glaube ich, gibt es nicht so eine Definition, was ist die digitale Stadt. Also die Digitalisierung wirkt sich halt auf verschiedenen Ebenen auf die Architektur aus. Und wenn wir jetzt wirklich so bei den eben so Durchdringung von Gebäuden mit Informations- und Kommunikationstechnologien, dann ist sicher das so aus meiner Sicht, was jetzt so auf der städtischen Ebene wirkt, sind einfach dieses Phänomen der Medienfassaden, weil also halt Fassaden, die, also Medienfassaden ist auch kein klar definierter Begriff, zum Beispiel, weil das alles ein relativ neu ist. Aber wir sehen das mal locker, du kannst ja genau. Also halt zum Beispiel halt so Fassaden wie Kunsthaus Graz oder so, die halt, wo die Fassade dynamisiert wird, also das heißt, wo irgendeine Form von Lampen, LEDs oder was weiß ich, integriert sind. Es gibt aber auch mechanische Medienfassaden, nur so am Rand. Und die halt auf den Stadtraum wirken. Das ist sicher das momentan aus meiner Sicht, was wirklich so in Bezug auf Architektur am... Also eine Kommunikationstechnologie, die integriert wird in den öffentlichen Raum, in den städtischen Raum. Mhm. Ist es überhaupt genau das, worüber wir reden? Also dass es eine Informationstechnologien gibt und Kommunikationstechnologien und die werden in der Stadt benutzt, installiert? Also vielleicht muss man das Ganze jetzt zum Beispiel Carsharing oder sowas, was ja auch einen Einfluss auf die Stadt hat, hat aus meiner Sicht schon natürlich auf die Benutzung von Architektur einen Einfluss, aber jetzt nicht nicht auf die Gestaltung, also ich sehe da nicht, dass dann irgendwie ein Haus deswegen anders aussieht. Das sind ja auch alles verschiedene Bereiche. Mhm. Klar, es gibt die Architektur, es gibt die Mobilität. Aber zum Beispiel, also konkretes Beispiel, ich meine, wenn wir tatsächlich Städte haben, in denen es halt keine privaten Autos mehr gibt, dann brauchen wir auch keine Parkhäuser mehr. Insofern hat es natürlich schon einen Einfluss auf Architektur. Ja, klar, aber das ist halt ein sehr langer Prozess. Also im Moment fahren immer noch genug von diesen fetten SUVs rum, die Riesengaragen brauchen. Gibt es denn schon Städte, von denen ihr sagen würdet, also du hast ja gerade gesagt, Jörg, die wird nicht erst erfunden, die digitale Stadt, die Stadt der Zukunft, die ist schon im Werden. Gibt es denn Städte, die möglichst nah dran sind, schon an dem, was wir von der digitalen Stadt erwarten, also wo wirklich Technologien im öffentlichen Raum nutzbar sind, installiert werden, vernetzt werden untereinander, sodass man eine Stadt anders erlebt und nutzen kann. Kennst du Städte? Also ich glaube, Berlin steht schon weltweit nicht so ganz schlecht da. Ja? Also in den USA ist es in vielen Städten, gerade mit Medienfassaden oder Bildschirmen, die irgendwie draußen sind, eher ein bisschen weniger. Was macht Berlin denn, also welchen Anteil, digitalen Anteil hat Berlin als Stadt? Also was in Berlin relativ viel passiert, ist, dass in Berlin viel experimentiert wird. Also es gibt viele Künstler, viele Wissenschaftler, die eben mit der Digitalisierung der Stadt arbeiten und das eben in Berlin ausprobieren. Und dadurch, das ist, glaube ich, was das in Berlin besonders stark vorhanden ist. Aber irgendwas Konkretes? Also ganz klassisch vom Chaos Computer Club das Projekt Blinking Lights. Ja? Also das, wann habt ihr es gemacht? Das war schon... das war, oh Gott, schon wieder so viele Jahre her. Ich weiß auch nicht aus dem Kopf. Aber es ist schon so gefühlt 10 Jahre her. Also Blinking Lights war der, da haben wir das Haus des Lehrers am Alexanderplatz, neben dem Kongresszentrum, wo wir unseren Kongress gemacht haben. Da haben wir eine Pixelfassade draus gemacht, also hinter jedes Fenster einen Scheinwerfer installiert, der digital angesteuert ist und so, dass man halt im öffentlichen Raum plötzlich ein großes Display hatte, mit dem man zum Beispiel Pong spielen konnte oder seine Liebesbotschaften durchscrollen lassen konnte. Also es war halt so quasi die Interaktion mit dem öffentlichen Raum, die da möglich wurde. Und danach ging halt diese Welle ja auch los, also dass diese Medienfassaden jetzt, also was weiß ich, in Shanghai mit irgendwie bunten LEDs auf riesigen Wolkenkratzern und so, also sind jetzt so die Endpunkte.
Aber der, also interessant dabei fand ich, dass der, dass sich sowas auch ausspielt, ne? Also dass man halt, also der, dass der Neuheitswert schon abnimmt. Insbesondere die Tatsache, dann, wenn so eine Fassade ganz neu ist, meinst du, ist irgendwann nicht mehr interessant, sehr schnell genau, nicht mehr interessant. Genau, also es wird halt angefangen, die zu benutzen. Mhm. Ja, also das halt, also der, und der Nutzwert von so einem Ding ist, der ist dann in der Regel vollständig anders als der, den man plant. Also es ist halt auch so eine Lehre, die wir aus Blinkenlights gezogen haben, ist, man kann die tatsächliche Nutzung also nicht wirklich vorhersehen, sondern muss den Leuten einen Spielraum geben, Experimentierraum geben. Was hattet ihr denn erwartet, was die Leute über diese Fassade laufen lassen? Was haben sie dann gemacht? Na, die Leute, also fing halt an damit, dass wir den Leuten gesagt haben, okay, kannst du dir eine Textbotschaft durchscrollen lassen, die du per SMS hinschickst. Und dann haben die halt zum ersten natürlich die Liebesbotschaften dahin geschickt und dann am Ende haben sie es ganz praktisch benutzt mit irgendwie, hallo, ich komme 10 Minuten später, warte noch kurz auf mich. So, also wir haben es halt einfach als öffentlichen Notizblock benutzt. So. Oder haben halt, also wir hatten dann so ein, es gibt da so ein Blinkenpaint, also eine Möglichkeit, da Animationen drauf zu schicken, und die wurde für alle möglichen abgefahrenen Sachen benutzt, inklusive Filmdrehs, also dass die Leute dann halt sozusagen getimed haben, wann haben sie da was drauf und haben dann ihre Musikvideos verwurst. Also es ist halt eine sehr, sehr bunte und sehr, sehr vielfältige Nutzung. Das ist halt eine der Lehren, die wir da gezogen haben, ist halt, man muss den Leuten möglichst viel Spielraum geben, damit sie eben mit so einem neuen Spielzeug halt auch sinnvolle Sachen tun können. Dann bleiben wir doch erstmal bei diesem Thema Architektur. Also Fassaden ist ja ein Teil der Architektur, Häuser kann man aber auch von innen gestalten und man kann ja auch die Form von Häusern gestalten. Nadine, was sind so ja, Häuser der Zukunft für so eine intelligente Stadt? Wie können solche Häuser aussehen? Also ich denke schon, dass es halt immer mehr dahin geht, dass sich Gebäude halt zu so adaptiven Systemen entwickeln. Was meinst du damit? Also die sich halt an die Umwelt und an den Benutzer anpassen. Das ist jetzt auch keine, also das ist eine Entwicklung, die schon halt einige Jahre oder Jahrzehnte läuft. Aber ein Punkt ist sicher, das Gebäude einfach immer mehr, also jetzt gerade auch im Hinblick auf Energieeinsparung und so weiter, sich automatisch zum Beispiel halt an den Sonnenstand, an einfach halt Wetterverhältnisse anpassen. Das Thema hat nur Wunden, aber dass das sozusagen, das wird natürlich viel von Ingenieuren vorangetrieben, so Klimatechnikern, das ist auch, oder Klimaingenieure ist ein Begriff, also ein Bereich, den es auch noch nicht so lange gibt. Aber ich glaube, dass da dann auch dazu wichtig ist, einfach die Kompetenz von Architekten, das einfach nicht nur aus einer technologischen Sicht zu sehen, sondern auch wirklich zu gestalten, weil ja ein Gebäude immer auch in sinnliche, also sinnlich erfahren wird. Also du meinst nicht nur, dass es eine intelligente Klimaanlage in dem Gebäude gibt oder dass die Fassade so gestaltet ist, dass Sonnenenergie genutzt werden kann, um irgendwann zu heizen damit oder so. Genau. Was meinst du damit sinnlich? Also ja, genau. Also das ist halt wirklich, dass ich meine, man kann halt zum Beispiel, wenn man das jetzt ganz praktisch sieht, ein Gebäude irgendwie passt sich an die Sonneneinstrahlung und an den Wind an. Da kann zum Beispiel so ein hässliches Jalousie hoch und runter fahren, was weiß ich, aus irgendwelchen komischen Lamellen. Es kann aber auch irgendein wirklich designtes, nicht im Sinne von überdesignt, aber wirklich ein überlegtes System. Also es gibt zum Beispiel gibt es schon so einige Prototypen in Spanien, in Barcelona von Cloud9, das Mediatek-Gebäude, das ist, glaube ich, 2010 eröffnet worden. Das hat halt zwei Fassaden, die sind mit so einem Kunststoff, wie auch die Allianz Arena in München, sind die also so Kunststoffkissen. Und in dem einen Kissen wird halt, also zur West- und zur Südseite, und dann wird dann zum Beispiel Schwefel bei Sonneneinstrahlung rein, also die sind an sich transluzent, und dann kommt Schwefel rein und dadurch vernebelt sich die Kissen, und dadurch wird der Innenraum verschattet. Und in der anderen Fassade sind so zwei so perforierte Metalloberflächen, und die auch bei Sonneneinstrahlung dehnen sich die Kissen aus, die überlagern sich und dann wird das verschattet. Also da kann man ganz viel, also das ist einfach auch eine gestalterische Aufgabe, weil wir halt einfach eben, also als Menschen halt irgendwie in einer gestalteten Umwelt leben. Kommen wir zu dem. Vielleicht noch ganz nur das abschließende. Der andere Punkt ist auch, dass ich glaube schon, das Gebäude auch immer mehr so an den eben so sich so eine Art Feedback auf die Präsenz des Menschen geben. Also was das hört sich total theoretisch an. Nee, also das ist eigentlich zum Beispiel mit diesen Blinking Lights, dass halt einfach das Gebäude wirklich, dass es schon so eine Form von Interaktion gibt und dass man halt einfach auch eben mit seiner Umwelt irgendwo in Kontakt ist und nicht an. Das heißt nicht, dass man mit dem Gebäude spricht oder so oder dass alles grell blinkt, aber dass es so eine Art von sinnlicher Rückkopplung gibt. Es gab doch so einen Modellversuch, ich glaube von der Telekom hieß das T-House oder sowas oder so, T-Lab oder ja, so? Nee, T-Com-House. T-Com-House, genau. Das war ein Haus, das komplett ja, mit Informations- und Kommunikationstechnologie vollgestopft war unter den Oberflächen, dass quasi ein Benutzer
Also das auf den Benutzer quasi auch reagiert, ne? Ja, heizt, das, wenn geheizt werden muss. Mhm. Aber das, also es gab halt um so 2000 rum, gab es eine ganze Menge von diesen sogenannten intelligenten Häusern, also das T-Com-Haus, das Orange-Haus und keine Ahnung, also gab es eine ganze Menge, aber die sind eigentlich immer ohne Architekten gestaltet worden. Also da gab es kein einziges, auch dieses T-Com-Haus, das war ja von Weber Fertighaus und der Deutschen Telekom, so eine Kooperation. Mhm. Und das war nämlich halt genau der Punkt, dass es nicht darum ging, irgendwie eine sinnlich gestaltete Umgebung, und damit meine ich halt, wie gesagt, nicht, dass es drum um Kommerz geht oder um irgendeinen Star-Architekt, der sich ausleben muss, sondern halt irgendwie eben für den Menschen gestaltet. Und das, diese Entwicklungen wurden halt bei diesen so intelligenten Häusern in erster Linie von den Unternehmen vorangetrieben, weil es halt neue Absatzmärkte waren. Und die hat man versucht zu erschließen. Das hat unter anderem deswegen nicht funktioniert, weil halt die Schnittstellen nicht, also die Geräte nicht miteinander funktioniert haben. Und aber es klingt für mich ehrlich gesagt erstmal super, dass es ein Haus hat, das erkennt, wenn ich mich näher. Ich bin noch 2 Kilometer entfernt und es fährt die Heizung hoch. Ja, das Problem. Oder ich mache abends das Licht aus und dann erkennt das aus, ah, die geht jetzt schlafen, ne, die Malis, die ist jetzt gleich im Bett. Dann fahren wir auch mal jetzt die Heizung wieder runter und nutzen jetzt vielleicht die Zeit, um die Waschmaschine anzuschmeißen, weil Strom verfügbar ist oder so. Also klingt für mich erstmal faszinierend und gut. Aber das Problem ist ein bisschen eigentlich, und da ist immer auch wieder das, was mit den Blinking Lights zum Beispiel, dass die halt sehr auf Vorherbestimmung ausgelegt sind. Mhm. Also ich meine, man möchte vielleicht manchmal nach Hause kommen und dann geht irgendwie ein bestimmtes Lied an und die Musik geht aus und ich will einfach meine Ruhe haben, aber ich habe halt nicht immer Lust oder ich möchte auch nicht, was weiß ich, das gab so Überlegungen wie also bei diesem Tron-Haus, das war das erste 1989 in Japan, das hat dann, was weiß ich, den irgendwie dafür gesorgt, dass die Gerichte richtig gewürzt waren, dass die, es gab so eine Harnanalyse, die immer dann geguckt hat, stimmt alles? Und das, also man kommt sich dann halt schnell wie in so einem goldenen Käfig vor. Mhm. Und das ist halt auch genau das, dass man einfach dem Menschen einen gewissen Freiraum geben muss, halt zu experimentieren. Mhm. Und so Hersteller haben natürlich eine andere Logik, als man als der Mensch drin unbedingt wohnen hat. Genau. Gehen wir doch mal zu den Menschen, die drin wohnen sollen. Hätte jemand von Ihnen Interesse an so einem intelligenten Zuhause? Allgemeines Augenrollen, Schweigen. Sie leben also in ganz normalen Zuhause, ja? Ohne intelligente Steuerungssysteme. Gibt es sonst Fragen an dieser Stelle, hier rund um die Architektur? Da hinten, einmal, Markus, bitte. Da hinten, hinten, hinten. Da, genau da. Guten Abend, Daniel Gunner, Fraunhofer Fokus. Eine Frage, bisher sind wir sehr an der Oberfläche gewesen, Fassaden, das erinnert mich jetzt an neuartige Werbeformen. Was ist jetzt mit den ganzen digitalen Ebenen, die parallel zur realen Welt da sind? Ich denke da jetzt an diverse Augmented Reality Applikationen. Nadine, Jörg Müller, spielen die eine Rolle in der intelligenten sicher, Stadt der Zukunft? Es spielen natürlich auf jeden Fall eine Rolle. Ich meine, Augmented Reality, das stellt man sich heutzutage oft so vor, dass man irgendwie sein Handy aus der Tasche holt, ja, das dann so hochhält, dann durch die Kamera schaut und dann so ein Informationsoverlay über der Stadt bekommt. Ob das wirklich die endgültige Lösung ist, die wir in Zukunft wirklich haben wollen, ist noch so ein bisschen die Frage, aber ich denke mal, was wir in Zukunft werden wir auf jeden Fall digitale Brillen haben, ja, wer sowas haben möchte, ja, mit irgendwie einer, die dann entsprechend Augmented Reality machen können, oder man hat eben digitale Fassaden, die eben auch das Aussehen oder die digitalen Layer, wie du gesagt hast, auf den physikalischen Layer draufbringen können, ja. Ich meine, also de facto leben wir eigentlich schon mit tatsächlich Augmented Reality, also wir haben ja alle mal gelaufen, wir brauchen da Brillen für, aber unsere Telefone reichen ja vollkommen aus dafür. Also wenn ich mir so angucke, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, dann benutze ich natürlich irgendwie einen Regenradar. Natürlich ist das eigentlich Augmented Reality. Ne? Oder wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dann benutze ich halt irgendwie eine Verkehrskarte, wo ich sehe, wo gerade Stau ist. Oder wenn ich öffentlich-rechtlich Verkehrsmittel unterwegs bin, dann benutze ich halt den Fahrplan und mit den entsprechenden Informationen daraus. Und das sind halt alle Sachen, die eigentlich meine Realität digital erweitern. Das heißt, dieser Pfad, auf dem wir da sind, also die Erweiterung der Realität um den digitalen Raum, den haben wir längst beschritten. Und eigentlich ist die interessante Frage, wohin geht da die Reise? Und ich denke eben nicht, dass es halt so eine, sagen wir mal, großen utopischen Sprünge sein werden, sondern eher tatsächlich eine graduelle Entwicklung, so wie wir es jetzt auch sehen, dass halt eben plötzlich halt die Taxizentralen wegfallen, weil wir halt irgendwie alle nur noch irgendwie auf eine App rumklicken, um unser Taxi zu bestellen, wo wir sehen können, wo das Taxi gerade ist. Also wieder so ein Augmentation-Schritt. Also gerade im Bereich Transport, denke ich mal, ist da passiert eine ganze Menge. Und auch da ist es wiederum so, dass eben die zur Verfügungstellung von Informationen dazu führt, dass die Leute anfangen, ihre eigenen
ja, Anwendungen, ihren eigenen Nutzen davon zu entwickeln. Und diese, was der Diet vorhin sagte, genau dieses Scripting, also dieses Vorhersehen wollen und dieses Einzwängen in so vorbestimmte Korsette, wie Informationen genutzt werden sollen oder auch wie Systeme benutzt werden sollen, funktioniert halt einfach nicht. Die werden halt ignoriert und nicht benutzt. Aber da sind wir ja deswegen gut für diesen Einwurf eben mit Augmented Reality, sind wir ja bei, wie du auch sagst, Daten, Frank. Ne? Also das ist ja eine zentrale Forderung, auch wenn es um die intelligenten Städte der Zukunft geht, dass man Daten verfügbar macht. Und zwar für möglichst viele Leute, möglichst viele öffentliche Daten, die man nutzen können soll. Jetzt beschäftigst du dich, Jörg, ja mit Oberflächen, die sowas, oder mit interaktiven Oberflächen und die sowas möglich machen können, dass man auf Daten zugreifen kann im öffentlichen Raum. Was gibt es da für Optionen? Also, dass ich an Daten rankomme, die ich brauche, um mich zu informieren, um mich zurechtzufinden, um Teilhabe an der Stadt zu haben. Also ich glaube, man muss erstmal unterscheiden darin, dass die Daten grundsätzlich erstmal verfügbar sind, ja, über irgendeine API, über irgendeinen Server. Aber das heißt, wenn ich irgendwie in der Stadt unterwegs bin, schreibe ich mir jetzt nicht im Programm, um darauf zuzugreifen, sondern brauche ich irgendwie noch jemanden dazwischen, der die Daten dann aufbereitet und irgendwie möglichst bequem in meiner App oder was weiß ich, wie auch immer, in irgendeinem Bildschirm, der draußen steht oder so, verfügbar macht. Also wenn man in der Stadt unterwegs ist, dann ist meistens die Aufmerksamkeitsspanne relativ gering. Ja? Man kann irgendwie mal gerade schnell auf ein Regenradar gucken, das ist in Ordnung. Aber wenn man dann eine riesen irgendwie Tabelle erstmal bekommt, das ist natürlich nicht. Aber was für Möglichkeiten gibt es da in der intelligenten Stadt der Zukunft? Gibt es zum Beispiel riesige Screens, die jetzt nicht an Hausfassaden kleben, sondern die irgendwo aufgestellt sind, die jeder ganz einfach bedienen kann, um zu einem bestimmten Zeitpunkt Informationen zu bekommen, um den richtigen Bus zu erwischen, um herauszufinden, wie voll es gerade am Strandbad ist, um herauszufinden, ob ich jetzt wirklich noch fahren kann oder nicht, ob gleich ein Sturm kommt? Also ich meine, solche Screens müssen ja nicht groß sein. Ne? Die müssen halt gerade dann zu dem Zeitpunkt da sein, wenn ich sie gerade brauche. Also ich glaube, in Zukunft werden wir ein ganzes Potpourri an Zugangsmöglichkeiten haben, eben das Mobiltelefon, die digitale Uhr, was im Moment relativ viel, wo relativ viel gemacht wird, digitale Schmuckstücke, wo auch Schmuckstücke? Ja, ja, also Ohrringe oder Ringe an der Hand oder so. Über was die ist man mit dann, denen dann? Na, über die kann man dann halt auch Zugriff haben auf Informationen. Also das muss erklären, verstehe ich nicht. Ein Ohrring, also, über den ich Zugang habe, zu welchen Informationen? Ja, also ein Ohrring wäre es vielleicht so, dass man dann was hören könnte. Ja? Also man sieht ja den Ohrring nicht, das heißt, das müsste ein auditives Interface sein. Aber was ist, wie ich sehe den Ohrring nicht? Ja, man sieht ja seinen eigenen Ohrring nicht. Ach so, okay. Ja, ja, das heißt, wenn man mit dem Ohrring interagiert, dann müsste die Information dann über den auditiven Kanal kommen. Ja, also ich könnte Radio hören über Ohrringe oder was? Ja, okay. Ja, zum Beispiel. Aber ja. Mal eine Frage zu diesen, weil du da so für Bildschirme im Stadtgebiet plädierst. Wenn wir uns mal die Realität angucken, dann werden die eigentlich im Wesentlichen für Werbung verwendet und dann wird da noch so ein bisschen Alibi-Informationsangebot drauf getan. Während die eigentlich tatsächlich nützlichen Dienste sind halt, also mal abgesehen von irgendwie Zugrichtungsanzeigern, was so die einzigen Displays im öffentlichen Raum sind, die ich irgendwie sinnvoll finde, und vielleicht noch öffentlichen Uhren, die eigentlich tatsächlich nützlichen Informationen finden eigentlich auf dem Telefon statt. Ich brauche eigentlich dieses ganze Geblinke und diese ganzen Bildschirme überall nicht. Naja, aber Uhren eben schon halt draußen. Und irgendwie, also jetzt an der Bushaltestelle, dass der sagt, wann der Bus kommt, ist ja schon praktisch. Naja, wie gesagt, mit Ausnahme von Fahrtrichtungs- und ja, solchen, ja. Also ich meine, aber also Regenradar, wenn der irgendwie draußen... Ja, aber Frank, das ist ja jetzt deine Meinung. Nee, ich vielleicht gibt es ja Menschen, die Informationen haben. Was gibt es denn außer intelligenten Schmuckstücken noch? An Geräten, über die man Zugriff auf Informationen haben kann. Naja, Brillen, ja. Mhm. Ich meine, ganz in der Zukunft eventuell Kontaktlinsen, aber das dauert noch so ein bisschen. Ja, sonst irgendwie so Geräte, die man in der Hosentasche hat, wie zum Beispiel irgendwie das Handy oder das Auto, in dem ich sitze, ja. Du hast zum Beispiel, ja, Nadine? Weil das jetzt immer mal so angerissen wurde, also vorhin die Frage mit dem, dass wir so an der Oberfläche geblieben sind und wie viel Information braucht man im Stadtraum, weil ich glaube, jetzt mal wieder aus architektonischer Sicht, das heißt halt nämlich genau nicht, dass überall Werbedisplays aufgestellt werden oder so, sondern also ich glaube, es gibt halt einfach so eine Entwicklung, dass Fassaden von Gebäuden sowieso immer mehr dynamisch werden, weil sie halt sich eben an Umweltbedingungen und so anpassen und dass das gar nicht mal darum geht, uns noch mehr mit Infos zuzuschütten, sondern dass es einfach darum geht, eine sinnliche Form der Gestaltung der Umwelt zu finden und das kann hin und wieder dann auch mal wirklich eine ganz praktische Information sein, aber das muss nicht sein, dass alles grell blinkt und so weiter. Kann das dann irgendwann so sein, also wenn ich mir das mal so praktisch vorstelle, ich komme aus dem Kaufhaus raus, ich merke irgendwie, es fängt an zu regnen, dass mir dann irgendein Display, was irgendwo ist, zeigt, so ähnlich wie es jetzt schon bei Ampeln ist, das zeigt mir an, in 3 Minuten hört der Regen auf oder in 5 Minuten.
Das wäre dann so ein Informationsdisplay. Also, wie Nadine gerade schon gesagt hat, also ich glaube auch die Hauptfunktion der Displays ist eben nicht, ich will irgendeine Information und suche dann danach, weil dafür nehme ich eben mein Handy oder was ich sonst an Geräten habe, sondern eben die Umgebung ist gestaltet. Und dann habe ich eine Zusatzfunktion, dass ich zum Beispiel da dann den Regenradar sehen kann oder durch irgendeine Interaktion oder eben sehen kann, wann es aufhört zu regnen. Ja, aber wenn wir uns mal angucken, was gerade passiert in den Städten, wo offensichtlich die LED-Preise noch niedriger sind als in Berlin, also nehmen wir mal zum Beispiel in China, da sieht es halt überall aus, also in Shanghai sieht es halt in so einem Zentrum überall aus wie auf dem Times Square in New York. So, das heißt also, da sind halt die Gestalten, also die Medienfassaden sind halt irgendwie flächenfüllende LED-Displays, auf denen halt im Wesentlichen Werbung und Informationszuschüttung läuft. Ja, und die interessante Frage ist ja eben, was müssen wir eigentlich tun, um aktiv Gegenkonzepte zu entwickeln, also Konzepte, die halt intelligenter sind. Nee, ich denke halt nicht in dem Sinne Gegenkonzepte, weil ich glaube, das ist halt in Deutschland genau das Problem, dass halt jetzt im Architekturbereich ist das halt eine sehr hitzige Debatte, also gibt es so Grabenkämpfe zwischen Befürwortern und Gegnern von Medienfassaden und faktisch wird das halt aus meiner Sicht an den Unis halt einfach viel zu wenig ausgebildet, unterrichtet, dass einfach Technologie inzwischen, also aus meiner Sicht, ist echt ein gestaltbildendes Element in der Architektur und es braucht halt einfach eine gewisse Design- und Gestaltungskompetenz und das findet an Unis nicht statt, also oder nein, nicht gar nicht, aber aus meiner Sicht viel zu wenig und in Deutschland ist man halt deswegen mit den Gesetzen relativ strikt, in Asien halt nicht, aber auch da fehlt einfach diese Gestaltungskompetenz, weil ich finde, es gibt auch durchaus gute Sachen, die nicht nur nerven. Klar. So. Frank spielt ja jetzt vor allem auf Ressourcen an, ne? Und auf schonende Nutzung und sowas meinst du jetzt eher, oder? Ja, auch einfach schlichte Lichtverschmutzung, ne? Also ich meine, das ist halt so, also meine, dass wir in Berlin halt irgendwie die Milchstraße nicht mehr sehen können, finde ich persönlich zum Beispiel sehr schade und wenn ich mir angucke, wie sich die Preise halt für LEDs entwickeln im großen Maßstab, dann werden wir die wohl nie wieder sehen, außer bei großen Stromausfällen, die uns dann vielleicht irgendwie von den Smart Grids beschert werden. Insofern bin ich halt schon daran interessiert, eben auch einfach eine da nochmal darauf hinzuweisen, dass die wesentliche Chance, die wir halt haben mit dieser Digitalisierung, ist halt die Sachen besser zu machen. Mhm. Also tatsächlich irgendwie objektiv besser für uns alle zu machen und nicht nur objektiv besser für einige wenige zu machen oder irgendwelche Konzepte umzusetzen, die eben, wie Nadine schon sagt, eben von Ingenieuren ausgedacht wurden und nicht von Gestaltern, die halt sich um die Menschen kümmern. Aber wenn ich das so richtig verstanden habe, dann ist ja eine optimale intelligente Stadt eine, die so ressourcenschonend wie möglich arbeiten kann. Und zwar indem sie moderne Informations- und Kommunikationstechnologien nutzt. Oder Jörg? Ja, ich meine, ressourcenschonend ist natürlich eine Sache, aber die Stadt soll ja auch irgendwie Spaß machen. Ja, ich will irgendwie da besondere Sachen erleben können und ich will irgendwie, das Leben soll insgesamt angenehm sein. Also ich glaube, Ressourcenschonung ist ein großes Potenzial, das wir da haben durch die digitalen Technologien, aber es gibt durchaus noch andere Sachen, auf die wir achten sollten. Ja. Aber es gibt zum Beispiel auch diese Medienfassaden, es gibt auch total grell bunte, die aber dann selber wieder Energie, die dann wieder selber Energie produzieren und dadurch dann sogar irgendwie mehr Energie produzieren, als verbrauchen. Also ich glaube zum Beispiel ein Problem bei den Medienfassaden ist oft, dass die Leute denken, das ist ein Fernseher. Ich kann das Wort schon nicht mehr hören. Also, die Dinger sind rechteckig, deswegen denken die Leute, es ist ein Fernseher und deswegen machen sie da Fernseher-Content drauf. Und das ist eben kein Fernseher, sondern ein architektonisches Element. Und dementsprechend muss einfach ein bisschen Umdenken stattfinden, wie man mit solchen Systemen umgeht. Ja. Jörg, von dir würde ich gerne wissen, du hast geforscht zu sogenannten interaktiven Schaufenstern. Mhm. Was macht man mit einem interaktiven Schaufenster und wie funktioniert das? Was soll uns das mal bringen? Also uns geht es vor allen Dingen darum, dass das Spaß macht. Ja? Also ich meine, das ist ja durchaus eine Funktion, wenn ich draußen irgendwie mit irgendwie Freunden oder so spazieren gehe, dann will ich auch irgendwie Spaß haben. Und was wir uns anschauen, ist, wie man in Zukunft, wenn man jetzt so digitale Oberflächen hat, damit interagieren kann. Weil ich ja natürlich nicht die Maus und die Tastatur dranhänge und mich dann irgendwie auf den Bürgersteig setze und damit interagiere, sondern es irgendwie ein bisschen besser in den Ort eingepasst werden muss. Und was wir zum Beispiel gemacht haben, ist, dass man sein eigenes Spiegelbild auf dem Bildschirm sieht und man dann mit Bällen spielen kann. Ja? Und es ist ganz interessant, was die Leute dann machen. Es ist nämlich nicht das, was man sich irgendwie zu Anfang gedacht hat, sondern... Also es spielen vor allen Dingen viel mehr Leute damit, von denen man das niemals gedacht hätte, dass sie sowas im öffentlichen Raum machen. Ja? Also ich glaube, bisher ist das, man denkt immer so, ja, also für Leute, von denen man das vielleicht vom Alter her jetzt nicht erwarten würde, dass sie so sehr mit digitalen Sachen oder von der Kleidung her. Was heißt das denn jetzt? Naja, also so, wenn man jemanden fragt, glaubst du, die Leute würden eben im öffentlichen Raum mit sowas spielen. Dann würden viele Leute eben sagen, nein. Ja, das ist irgendwie, würden Leute Sie nicht machen. Im öffentlichen Raum mit einem interaktiven Schaufenster rumalbern? Im Radio muss man, ja? Ihr beiden schon. Ja. Was würdest du mit so einem Schaufenster machen? Was kann so ein
Also auf dem Schaufenster, das wir jetzt gebaut haben, hat man sich selber gesehen im Spiegelbild und man konnte mit Bällen spielen. Also ganz einfach, ja. Also man kann irgendwie mit mehreren Leuten zusammen den Ball zuwerfen oder Fußball oder so. Aber man kann ja einige Sachen mit Bällen machen. Also ich habe einen Freund, mit dem ich regelmäßig... Sekunde, das Mikro, eine Sekunde, da ist dein Mikrofon, genau. Nee, also ich habe nur so eine Idee, zum Beispiel, ich habe einen Freund, mit dem habe ich früher mal so unsinnige Challenges gemacht, irgendwelche Wettkämpfe. Da könnte man sich eben irgendwie so ein Spiel ausdenken, vielleicht Volleyball, irgendwas in die Richtung und wer halt zuerst den Ball fallen lässt oder so. Ich weiß es nicht, irgendwie so Spiele. Also da geht es überhaupt nicht darum, dass es irgendwie sinnvoll ist, sondern einfach, dass es Spaß macht und dass die Leute eben zusammen in der Öffentlichkeit da was machen können. Ne? Okay, Spaß ist ein Aspekt, klar. Eine Frage noch, hier vorne, genau, bitte. Ja, ich habe eigentlich zwei. Gibt es schon Konzepte, wie man sozusagen mit urbaner Tier- und Pflanzenwelt umgehen will? Weil das ist ja so eine Reizüberflutung, von der wir jetzt sprechen, die ich nur bedingt schön finde. Irgendwann will sich mein Hirn dann irgendwann ausruhen. Und ja, wir sind jetzt gerade sehr stark bei dem Aspekt, wie kann man Architektur gestalten, wo kann man welche Informationen verbreiten, aber natürlich hat das alles mehr Aspekte. Zum Beispiel also es gibt ja auch so ein Projekt, also städtische Gärten und dergleichen mehr zu integrieren in urbane Lebenswelten und so weiter, weil wir sind nun mal so gestrickt. Und das Zweite, was ich fragen wollte, gibt es in diesem Konzept auch Gegenmodelle, wie man die Segregation bzw. Unterschiedliche Stadtquartiere mit ihrer sozioökonomischen Struktur mit berücksichtigen kann? Fangen wir mal mit der Natur an. Flora, Fauna der Stadt. Wie wird die in der intelligenten Stadt der Zukunft integriert sein? So wie jetzt oder anders? Also ich glaube, also wenn man jetzt gerade aktuell, ist ja gerade jetzt in Berlin zum Beispiel mit den Prinzessinnengärten, also kocht das ja ziemlich hoch. Aber das Einmal kurz erklären für Nicht-Berliner, was ist mit den Prinzessinnengärten? Also das ist halt in Zwischennutzung, also ein Gelände, was relativ günstig für eine Zeit lang genutzt werden kann und wo halt Leute, also ein Kreuzberg, wo Leute halt einen Garten angelegt haben, also Leute aus der Nachbarschaft. Also was man dazu sagen muss, der Garten, also wir haben so ein ähnliches Konzept bei uns im Wedding hinter der Raumfahrtagentur, ist der Stadtgarten hinter dem Stadtbad. Der Trick darin besteht darin, dass man alles portabel macht, also der Garten befindet sich auf Paletten und man kann ihn halt eben entsprechend der temporären Nutzung halt eben woanders hin verschieben, wenn dieser Platz dann nicht mehr zur Verfügung steht. Und da kann man eine Menge intelligente Sachen machen. Und das ist beim Prinzessinnengarten auch so. Genau so, ja. Okay. Und das ist halt jetzt, also es ist nicht einfach nur ein Garten, sondern es ist wirklich so ein Treffpunkt und einfach eine, aber das ist echt nochmal ein ganz anderes Thema. Also es hat auch wenig mit Digitalisierung zu tun, das geht eher so Richtung so Zwischennutzung, irgendwie Selbstgestalten der Stadt, jenseits von klassisch Investoren und so weiter. Das hat eigentlich nichts mit Digitalisierung. Also wir konzentrieren uns ja stark heute Abend auf diesen digitalen, vernetzten Aspekt, aber da passt natürlich auch rein, wie sich Stadtviertel vielleicht verändern, ne? Eben durch vielleicht, digitale Städte. Ich muss da gerade mal intervenieren aus eigener Erfahrung, das ist nicht richtig. Also was wir gemerkt haben bei dem Stadtgarten ist, dass gerade die Verfügbarkeit von digitalen Kommunikationsmitteln, also dass man sich halt einfach problemlos darüber koordinieren kann, dass man irgendwie einen Gießplan machen kann, dass man auch anfangen kann, da zu automatisieren, dass irgendwie die Möglichkeit besteht, halt einfach zu gucken, wie wird das Wetter die nächsten Tage und so weiter und so fort, dass wir eine Wetterstation haben. Also quasi digitale Technologie, die halt einfach integriert wird und die verfügbar ist und die billig ist, die einfach dazu führt, dass man so ein Projekt sehr viel einfacher umsetzen kann. Und das ist genau diese Flexibilität, von der ich rede, dass man da nicht so ein Riesenkonzept baut, sondern einfach Technologiebestandteile nimmt, die zusammensteckt und einfach das möglich macht, Dinge zu realisieren, die man vorher nur hätte schwerer machen können. Ne? Aber das ist dann eher, also der Garten selber ist total analog dann. Also aber es ist eher die Konditionen, wie der entsteht und wie man sich verabredet. Also was vielleicht, also es gibt schon so in der Architektur halt, aber das ist halt ist also sehr utopisch. Es gibt schon so Leute, die daran forschen, also so die Idee, dass ein Gebäude halt so eine Art Lebewesen ist. Also da gibt es viel in der Science-Fiction-Literatur, auch schon lange, aber es gibt auch durchaus Architekten, also zum Beispiel war vor 2 Jahren auf der Architekturbiennale in Venedig, das ist so die wichtigste große Architekturausstellung weltweit, der kanadische Pavillon hat Philipp Bisley bespielt mit so einer raumfüllende Installation, wo man reingeht und da gibt es halt, das sind wie so Konstrukte, also die reagieren auf die Anwesenheit des Menschen, die bewegen sich, das sind überall Sensoren und es gibt aber auch Elemente in dieser Installation, die halt so Zellfunktionen auf eine einfache Weise nachahmen. Und das ist schon, also wie gesagt, so Zukunftsforscher sind der Meinung, dass die Biologie, also das ist schon so ein Fest, also dass Biologie Physik als Leitwissenschaft ablöst und dass auch in der Architektur es wirklich dahin gehen wird, also immer mehr biologische Leitbilder, nicht nur Bionik, sondern dass auch wirklich der Zellcode in Pflanzen programmiert wird, um halt bestimmte, Materialien direkt entstehen zu lassen. Aber das ist
in 100 Jahren vielleicht. Naja, aber die Zukunft darf ja sein heute Abend. Die dürfen wir zulassen. Aber das sind dann so künstliche Welten. Eine Frage noch aus dem Publikum. Zwei. Gebäude, aber Flächen der Zukunft können auch kollaborativ gestalten. Ja, nicht nur für einen Menschen, für alle Menschen, welche leben in diesem Gebäude. Zum Beispiel Farbe. Ja, welche Farbe wollen meistens Menschen bekommen? Also da. Das ist eines. Und zweite Frage: Wir leben im sehr breiten Stadt Berlin. Und Menschen brauchen sehr viel Zeit aus Punkt A zum Punkt B kommen. Und ich denke, Städte in Zukunft müssen sehr smart sein, richtig. Zum Beispiel ein paar Gebäuden nebeneinander und alles kommt, alle Dienstleistungen. Alles, was Menschen brauchen, müssen hier in diesen Platz kommen. Das denke ich. Also das, die zweite Stadt. Frage geht Richtung Städteplanung. Wie kann man intelligenter planen, dass eben bestimmte Dinge beieinander sind, die Sie denken, die zusammengehören sollten? Und die erste Frage war, wie man gemeinsam Gebäude gestalten kann. Also eine Gemeinschaft kann sich gemeinsam entscheiden, wie wollen Gebäude aussehen. Ja. Das geht ja in Richtung Mitbestimmung, oder? Ja. Also Stadt. Ich meine, das sind dann halt, da gibt es schon ganz konkret halt die sogenannten Baugruppen. Also halt, wo es halt nicht den klassischen Bauherrn gibt oder Investor, der was baut und dann kauft jemand die Wohnung, sondern wo sich einfach mehrere Leute zusammentun. Ganz viel im Prenzlauer Berg, also hier in Berlin, da ist Berlin schon so ein Vorreiter für sozusagen so eine Art Self-Made City, also eine Stadt, die von den Bewohnern gemacht wird, wo ich auch so diese Prinzessin-Gärten oder diese Urban Farming dazu zählen würde. Genau. Ich würde da gerade nochmal den Aspekt Können wir noch auf... ganz kurz nur bei der zweiten Frage bleiben? Die geht ja ganz genau dahin, weil wir haben nämlich die zweite Frage von Petra Sitte noch nicht beantwortet, nämlich die Frage nach der Städteplanung. Was ist halt mit der Städteplanung und den sozioökonomischen Grundlagen? Und genau da sehe ich halt große Chancen, dass wir zum einen besser verstehen, wie unsere Städte eigentlich gerade aussehen, wenn wir halt mehr Informationen zur Verfügung haben, also auch einfach sehen, wo entstehen soziale Brennpunkte und wo werden bestimmte Angebote einfach nicht angenommen oder wo ist einfach die Lage so schlecht, dass man dringend was tun muss. Und geht das jetzt in Richtung Open Data, sowas? Daten verfügbar machen, Informationen? Nicht nur, sondern indem man den Leuten auch einfach die Möglichkeit gibt, es zu sagen und ihnen zuzuhören. Und indem man halt die digitalen Technologien benutzt und zum anderen halt eben auch den Versuch unternimmt, halt dann Dinge besser zu machen. Was stellst du dir da vor zum Beispiel? Naja, wenn ich mir halt zum Beispiel angucke, wenn ich also gerade mal im Wedding zum Beispiel unterwegs bin, da ist halt die direkt nebeneinander. Da haben wir irgendwie das neue Baugruppenhaus direkt an der Panke, so, was halt irgendwie super schick ist und total ökologisch und alles prima. So, und 50 Meter weiter ist halt einfach das blanke Elend. So, ne? Ist halt so, wir haben da diesen Kontrast. Was meinst du mit blankes Elend? Na, blankes Elend halt, da spielen Kinder auf der Straße, die sehen abgerissen aus, da sieht man ganz genau, da funktioniert der Sozialstaat nicht. Mhm. So. Und dieser Kontrast einfach zu sehen, wo konzentrieren wir eigentlich unsere Ressourcen, also was tun wir eigentlich als Stadt, damit alle, die hier wohnen, halt irgendwie ein halbwegs gutes Leben haben können. So, diese Frage wird einfach überhaupt noch nicht bearbeitet. Also momentan ist es halt nicht so, dass wir irgendwie dass ich den Eindruck habe, dass zum Beispiel Berlin die Möglichkeiten, die da wären, zu sehen, wo brennt denn gerade was, wo sind Dinge, die schlecht laufen, wo Aber haben wir wie würde man das deiner Meinung nach in einer intelligenten Stadt der Zukunft mit Vernetzung und Kommunikations- und Informationstechnologien lösen, sowas? Na, kleinteilig vor allen Dingen. Also indem man halt einfach in die Stadtteile geht und Angebote und Technologien in die Stadtteile reinbringt. Und sei es auch nur eine doofe Webseite, wo die Leute einfach sagen können, übrigens hier, da kommt die Müllabfuhr nicht mehr oder da brennt irgendwie dauernd die Mülltonne oder der Spielplatz müsste mal wieder gemacht werden. Mhm. Und einfach ihnen einfach nur das Gefühl zu geben, dass ihre Anliegen gehört und berücksichtigt werden. Das würde schon mal eine Menge ändern. Also in London gibt es das ja schon. Da gibt es ja diese Webseite Fix My Street, wo die Leute auf einer Karte eben sagen können, Mensch, hier ist das und das stimmt nicht und das und das stimmt nicht. Das kommt, glaube ich, auch eher von den Bürgern selber und ist aber inzwischen so weit, dass die Leute aus der Verwaltung schon sagen, ja, das haben wir gefixt, das haben wir gefixt. Und ich habe dabei aber immer das Gefühl, dass nur die Menschen sich dann engagieren können in so einer intelligenten Stadt der Zukunft, die auch Zugang haben und umgehen können mit solchen Medien, ne? Oder die ein Smartphone haben oder die wissen, wie das Internet funktioniert. Ist es vielleicht irgendwie auch eine Generationenfrage, ob man, wann sich die Stadt der Zukunft wirklich entwickelt? Also mit den neuen Generationen vielleicht, die mit dem Netz groß werden? Was meint ihr? Ich weiß das. Andreas? Also ich denke mir, das ist ja ein wachsender Prozess. Also ich meine, vor 20 Jahren, wer hat da mit dem Handy telefoniert? Ja? Also heute haben wir eine Handy- und eine zunehmende Smartphone-Abdeckung durch alle Altersgruppen. Also es gibt ja heute kaum noch einen Senior, kaum noch einen älteren Menschen, der nicht wenigstens ein Handy hat. Und wenn es mit ganz großen Tasten ist, weil man es irgendwie dann vielleicht besser bedienen kann.
Also ich glaube, das wird einfach mitwachsen. Und ich glaube, so eine Frage, wenn man jetzt sagt, ja, momentan ist es vielleicht noch so, dass wir halt Bevölkerungsgruppen haben, die da nicht partizipieren, die da ausgeschlossen sind. Aber irgendwann denke ich, dass auch öffentliche WLANs, öffentlicher Zugang zum Netz, dass das eine Selbstverständlichkeit sein wird. Und ich glaube, das sind, wenn wir jetzt uns über Zukunftsthemen unterhalten, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass da in 20 Jahren also jeder irgendwie Zugriff aufs Netz oder aufs Smartphone hat. Eine andere Frage ist die, ob das dann jeder will und ob das dann jeder nutzen will. Also ich habe jetzt gerade, als wir gesprochen haben über die Wohnung der Zukunft, da habe ich gedacht, irgendwann weiß die Wohnung wahrscheinlich besser, was für mich gut ist, als ich selbst. Und dann wird irgendwo automatisch mein Körpergewicht gemessen und dann setzt mich mein Kühlschrank auf Diät und bestimmte Lebensmittel kann ich nicht mehr ordern oder bestellen. Oder ich stelle dann irgendwie das Ayurveda-Programm ein und dann wird alles wieder gut und besser. Also, das kann ist alles, aber es muss nicht. Alles, das kann, reden wir doch mal darüber, womit du dich ja vor allem beschäftigst, nämlich mit der Fortbewegung in so einer Stadt der Zukunft, also intelligente Fortbewegung. Car2Go, du bist Pressesprecher davon, das ist ein Carsharing-Angebot. Für alle, die das nicht kennen, funktioniert ungefähr so, dass man sich im Netz registriert, über eine App sehen kann, wo freie Autos sind. Die sind im ganzen Stadtgebiet verteilt. Und wenn man einmal registriert ist und so eine Chipkarte hat, dann kann man jederzeit an einem Auto, was einem gefällt, vorbeigehen, wenn es frei ist, zack, aufmachen und damit wegfahren und es irgendwo wieder abstellen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, ungefähr gut. So. Also nein, es ist ziemlich genau funktioniert, oder? Sehr gut. Ja. Es ist, Daimler sagt, die dahinter stehen, das ist unser Mobilitätskonzept für die Zukunft. Warum ist das ein Mobilitätskonzept für die Zukunft? Ja, also unser Mobilitätskonzept für die Zukunft, so würde ich das jetzt auch nicht sagen. Es ist ein Mobilitätskonzept für die Zukunft. Da gibt es sicherlich noch ganz andere. Ja, aber Autos nutzen statt verkaufen. Ja, das ist halt eine Möglichkeit, sich in der Stadt zu bewegen, die mehr und mehr nachgefragt wird. Carsharing ist ja ein wachsender Markt. Wir hatten uns ja vorhin schon mal kurz darüber unterhalten. Mehr und mehr Menschen, die in der Stadt wohnen, sagen, ein eigenes Auto brauche ich nicht, aus den unterschiedlichsten Gründen. Ich habe halt immer Probleme, einen Parkplatz zu finden. Ich brauche es vielleicht von 24 Stunden am Tag, nutze ich es effektiv eine. Davon fahre ich 40 Minuten um Block, um den Parkplatz zu finden. Das heißt, es steht eigentlich mehr rum und dafür gebe ich eine Menge Geld aus. Oder auch eine andere Situation, meine Familiensituation sagt, ich brauche jetzt kein Auto, ich habe halt keine kleinen Kinder, ich habe keinen Hund. Ich kann im Grunde alles mit dem Fahrrad, mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen und trotzdem ab und zu möchte ich vielleicht schon mal eins haben, ja, wenn es also gerade passt, wenn es zu unbequem ist, wenn ich den berühmten Kasten Selta kaufen muss oder wenn ich von A nach B muss und muss halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln fünfmal umsteigen, braucht vielleicht dreimal so lange. Und genau dafür haben wir Car2Go entwickelt, also für Leute, die sich in der Stadt mobil auch mit dem Auto mal bewegen wollen, ohne jetzt das eigene Auto nutzen zu müssen. Weil es in Zukunft viel zu viele Autos sonst geben wird, oder was ist die Idee dahinter? Auch, weil die Leute das eh nicht mehr alle nutzen können. Also ja, warum setzt ihr da gerade auf das, dass das Konzept für die Zukunft ist? Auch das ist natürlich ein Problem, was wir in Städten haben. Also du hast es ja in der Anmoderation schon gesagt, also die Stadtbevölkerung nimmt zu, Verkehr in den Städten nimmt zu, Mobilität ist ja quasi so eine Art Grundbedürfnis. Leute wollen sich bewegen, Leute müssen sich auch bewegen von A nach B. Und natürlich haben wir mehr und mehr Probleme mit dem Verkehr, nicht nur mit dem fließenden Verkehr, sondern auch mit dem ruhenden Verkehr, mit Parkverkehr. Wir haben ja irgendwie große Flächenkonflikte auch in der Stadt. Ja? Also irgendwas ist halt immer zu knapp. Und aber kann es nicht auch sein, dass die Leute dann einfach sagen, gut, dann nehme ich mir so einen kleinen Car2Go-Wagen hier als Zweitwagen und habe noch meinen anderen Wagen und dann nutzen die gar nicht weniger Auto, sondern mehr oder die fahren dann weniger Bus und Bahn, also der öffentliche Nahverkehr lässt total nach, dafür gibt es auf einmal unglaublich viele von diesen kleinen Autos, die rumfahren und die Straße verstopfen. Ja, ich glaube, da überschätzt man jetzt auch den Effekt von so einem Konzept wie Car2Go. Ich meine, wir sind ja kein Massenverkehrsmittel. Im Grunde sind wir halt was. Ihr setzt aber darauf, oder? Aber, ja, also wir freuen uns natürlich über mehr Nutzer und über Vielnutzung, aber es ist tatsächlich so, wir machen ja auch regelmäßig Umfragen unter unseren Nutzern und die sagen genau das, was wir uns auch denken und wofür wir das auch designt haben, die sagen, wir nutzen das als Ergänzung zum öffentlichen Verkehr. Natürlich nutzen wir es mal anstelle U-Bahn und S-Bahn fahren, aber das ist natürlich in der Größenordnung, wenn man sich mal anguckt, was für Transportzahlen hat der öffentliche Nahverkehr und was für Transportzahlen hat Car2Go, also da können wir unsere Nutzerzahlen noch locker verdoppeln und verdreifachen und trotzdem kommen wir da nicht ran an die Bewältigungs- und an die Kapazität. Und wir haben auch durchaus Kunden, die ein eigenes Auto haben, die wohnen vielleicht am Stadtrand und die sagen trotzdem, wenn ich in die Stadt reinfahre, was soll ich da halt mit meinem Kombi fahren, dann nutze ich mir lieber halt einen kleinen Smart, mit dem finde ich schnell und unkomplizierten Parkplatz und die Parkgebühren sind auch noch im Preis mit drin und dann nutze ich den, aber wir können also nicht feststellen, dass wir da irgendwas kannibalisieren. Noch nicht. Also nein, ich glaube auch nicht. Wie sieht das unser Publikum? Sehen Sie das auch so, dass praktisch sowas, also Carsharing, man nennt das, glaube ich, Intermodalität, verschiedene Busbahnen, dann mal das Auto nutzen. Ist das der Stadtverkehr der Zukunft?
Ich denke, ja, aber meine Frage kommt in diese Richtung. Zum Beispiel habe ich gesehen eine Werbung von Wall. Das eine Werbung von? Wall. Mhm. Wall. Wall. Mhm. Wall, ja. Mhm. Dann du kannst Internet nutzen auf der Straße. Ne? Internet auf der Straße, einfach so. Ja. So, ist interessant, wie kann auch Marketingkonzepte und Flaschen kann in der Stadt entwickeln für sozial Nutzen. Ne? Das ist ein bisschen als diese kommunistische Entwicklung von Ressourcen, Kollektiv. Mhm. Und zum Beispiel, ne, diese Werbung nutzt eine Flasche, nicht tangible, ne? Nicht real, aber mit einem Service, ne? Okay. als an Bord. Ne? Und zum Beispiel zu haben Internet frei in der Straße ist super. Wäre das was für und alle hier, Internet frei auf der Straße? Nicken, ja? Und nochmal zur Mobilität. Es waren ja eben ein paar, die Carsharing nutzen. Hat Sie das jetzt gerade überzeugt, hier einige von Ihnen, dass Sie gedacht haben, oh, das will ich vielleicht doch in Zukunft auch mal, ich schaffe mein Auto ab? Oder wie ist da die so... Hier vorne die Dame, die nachdenklich guckt mit der Strickjacke. Würden Sie, ja genau, Sie waren glaube ich bei Carsharing schon dabei, oder? Waren das so Gründe, wie Herr Andreas Leo eben aufgezählt hat, aus denen herum Sie sich dafür auch entschieden haben, ich mache das nicht mehr, ich habe kein eigenes Auto mehr, oder? Ja, ich werde mein Auto jetzt auch abschaffen, weil ich auch festgestellt habe, dass ich das nicht mehr brauche und mit Carsharing-Angeboten und öffentlichen Verkehr und auch Fahrrad in der Stadt sehr viel besser unterwegs bin. Und wenn ich dann mal ein Auto brauche, dann werde ich mir eins mieten oder fahre mit der Bahn, was auch manchmal viel günstiger ist inzwischen. Aber ich wollte nur eine kurz nachfragen. Jetzt ist das ja so, dass gerade, bleiben Sie noch mal ruhig mit dem Mikro dabei, ist es gerade so, dass wenn man jetzt Car2Go zum Beispiel nutzt, dann meldet man sich ja als Netz an und dann hat man eine kleine App auf seinem Telefon und dann kann man immer gucken, wo ist das Auto gerade frei. Und die Autos werden ja per GPS, glaube ich, geortet, immer gesteuert, damit man immer weiß, wo ist gerade was frei, damit das weitergegeben kann. Und damit, ja, so pauschal ne, so wollte ich es nicht sagen, sonst kriege ich gleich mit dem Datenschutzproblem. Also wir orten die Fahrzeuge natürlich nur, wenn sie frei sind, nicht während sie fahren. Würde Sie sowas stören, dass so Daten gesammelt werden, wie ich mir gerade vorstelle, dass man geortet werden kann, sowas? Haben Sie über sowas mal nachgedacht? Ja, ja, ich denke darüber nach, aber ich glaube, wenn ich diese Angebote nutzen will, dann muss ich diesen Preis sozusagen in Kauf nehmen. Also ich nutze zum Beispiel auch Touch and Travel von der Deutschen Bahn im öffentlichen Nahverkehr und da werde ich ja auch geortet, also oder ich kann mich orten lassen und das ist sehr viel bequemer, aber ich weiß halt, dass diese Daten dann auch nur für diese Zeit erhoben werden und danach nicht und ich glaube, dafür muss man auch Sorge tragen, dass diese Daten eben nur temporär festgehalten werden und nicht irgendwie langfristig gespeichert werden, weil sonst haben wir natürlich überall irgendwelche Bewegungsprofile, die, also wenn die langfristig erhalten bleiben. Das ist das Stichwort, ist das, ne? Bewegungsprofile. Sinnvoll. Sie sagen gerade, Sie glauben das, Sie hoffen das, dass dafür Sorge getragen wird, dass die nicht länger gespeichert werden. Ist das so die Schattenseite dieser intelligenten Stadt der Zukunft, dass eine Menge Daten anfallen, die auch, wenn man will, für falsche Zwecke gebraucht werden können? Ja, ich denke schon. Da meldet sich Frank Rieger vom Chaos Computer Club. Ich denke klar, dass das einer der Dinge ist, die man im Auge haben muss. Zum einen ist natürlich eine Menge Nutzwert aus solchen Daten zu ziehen, also auch gerade wenn man die anonym aggregiert, indem man halt zum Beispiel weiß, wie Wanderungsbewegungen von Menschen in der Stadt funktionieren und einfach auch, um zum Beispiel die Positionierung von Fahrzeugen zu optimieren. Auf der anderen Seite ist halt klar, dass es halt eine strikte Regulierung und eine Überprüfung der Regulierung braucht und auch durchaus Marktanreize braucht, um die Firmen und Organisationen, die halt solche Systeme zu betreiben, halt ehrlich zu halten und die halt einfach durchaus im Zweifel zu sagen, okay, hier mein Carsharing-Dienst ist besser, weil er halt einfach keine Datensauereien begeht und einfach möglichst wenig Daten speichert, was auch sicherlich damit zu tun hat, dass irgendwie natürlich unsere staatlichen Behörden immer mehr gerne Daten haben wollen und wenn die Daten vorhanden sind, dann kriegen sie die in der Regel aus. Das heißt also, solche Systeme datenschonend aufzubauen, im Sinne von den Nutzwert der Daten erschließen, den man erschließen kann, aber dafür sorgen, dass das Individuum halt nicht zurückverfolgbar ist, ist halt eine Sache, die durchaus eine Herausforderung ist bei solchen Systemen, die zu designen. Kann denn nicht vielleicht auch mit mehr möglicher Teilhabe, auch mehr Kontrolle durch diejenigen irgendwie stattfinden, die eben über die Daten auch gespeichert werden in so einer Stadt der Zukunft? Also das ist tatsächlich strukturell ein bisschen schwierig, weil in der Regel sind die Unternehmen, die es betreiben, ja, solche Systeme betreiben, ja privatwirtschaftlich organisiert. Das heißt also, deren Profitinteresse steht da ganz klar gegen Nutzerinteressen. Das heißt also, wir haben da einen Interessenskonflikt, der vermutlich nicht ohne staatliche Regulierung aufzulösen ist. Ja. Beunruhigt das die Runde hier generell? Dieses Datensammeln, ist das ein Thema?
In Zukunft brauchen wir eine Rechnung mit einer Kopie von den Daten, wir geben in eine Webadresse. Das wäre praktisch, ja. Oder vielleicht wir brauchen eine Datenbank für unsere die wir selber kontrollieren können. Digitale Identität und sagen, okay, ich möchte anonym sein, kann sein, aber ich möchte, wenn auch ich einen Vertrag mit dir unterschreibe, dann meine Daten gehören mir, so was ich in dem Internet gebe oder publiziere. Ne? Dann kann auch zuerst in meine, so, zum Beispiel ein Vertrag mit mir selbst, ne? Ja. Mit meiner Digital Self. So, ja. Dann gehört zu mir. Ne? Mhm. Das ist eine Idee. Ja. Aber hier in der Runde sind wir uns doch einig, dass eigentlich die digitale Stadt nicht aufzuhalten ist, oder? Jörg? Ja, ich meine, prinzipiell aufzuhalten natürlich. Ich meine, wir leben ja in einer demokratischen Gesellschaft. Das heißt, wir können im Prinzip Gesetze erlassen, wie die Gesellschaft das möchte. Ja? Das heißt, wir könnten einfach alles verbieten. Aber ich glaube, also wie bei vielen Sachen überwiegen hier doch eher die Nutzen, die wir da sehen. Und wir haben sicherlich Probleme, gerade in Bezug Privacy, auch in Bezug Aufmerksamkeit, also dass Sachen zu sehr Aufmerksamkeit beanspruchen, die dann natürlich staatlich reguliert werden müssen. Aber eher in dem Sinne, dass man halt regulierend eingreift, als dass man es komplett verbietet. Andreas, wie siehst du das? Ja, also ich denke mir, also ich bin grundsätzlich ja froh, dass das meiste an den Städten immer noch analog ist. Ich kann also durchlaufen und irgendwie kann mich da drin bewegen und muss es nicht virtuell machen. Aber ich denke mir, so digitale Stadt als zur Effizienzsteigerung, zur Ressourcenschonung und vor allen Dingen halt zur Vernetzung. Ich glaube, dass also die Städte in der Zukunft vernetzte Städte sind und auch die Mobilität in der Stadt der Zukunft ist eine vernetzte Mobilität. Du hast es ja schon gesagt, eine multimodale Mobilität und dafür brauche ich oder das wird eigentlich nur möglich und gut möglich durch die Digitalisierung und durch Smartphones, durch mobiles Internet und so weiter und so fort. Und ich denke mir, das wird zunehmen noch. Nadine, du als Architektin in der digitalen Stadt der Zukunft, was dürfte für dich auf keinen Fall fehlen? Was müsste unbedingt in so einer intelligenten, vernetzten Stadt drin sein? Oh, das ist jetzt eine... Dein Wunschtraum. Architektonischer Wunschtraum. Also ich glaube, jetzt mal um das anzuknüpfen, was gerade gesagt wurde, ich glaube, das ist nicht aufzuhalten und ich finde es eher, ich weiß nicht, ob man da so, ich glaube, das sind immer so kleine Schritte und das ist wichtig, glaube ich, dass man sich einfach mit dieser Entwicklung auseinandersetzt und eher so ein Bewusstsein, also die Leute auch auf so eine Ebene, mitbringt, dass sie aktiv mit gestalten können und dass nicht die Bewohner irgendwie als so Opfer, die irgendwelchen Gesetzen oder irgendwelchen Unternehmen ausgeliefert sind, sondern dass man halt mündige Stadtbewohner hat. Das ist, glaube ich, also was, vielleicht ist das die, jetzt so auf die Schnelle, das Wichtigste in der digitalen Stadt. Weil ich glaube, es ist einfach absolut wichtig, sich diese Entwicklung zu stellen, weil aufhalten kann man sowieso nichts. Und jetzt so aus architektonischer Sicht, glaube ich, ist viel mehr so Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Disziplinen notwendig. Weil es haben wir vorhin zum Beispiel schon festgestellt, dass Jörg ist Informatiker und entwickelt Medienfassaden und hat noch nie was mit Architekten zu tun gehabt. Ja, oder also nicht so ganz, aber mit Architekten zu tun gehabt. Ja, ja, genau. Also das sind, glaube ich, eher so die Punkte, als dass man das konkret an der Gestaltung, weil ich finde es eher überraschend, dass man nicht weiß, wie alles aussieht, weil das wäre ja blöd. Also. Frank, hast du irgendeine Wunschutopie für die intelligente Stadt der Zukunft? Ja, mehr Experimente, mehr Kleinteiligkeit, also nicht den Versuch, irgendeinen großen Masterplan zu schaffen, sondern einfach den Technologie als Möglichkeit für Freiraum zu sehen und aber eben auch zu respektieren, dass wenn Leute keine Lust darauf haben und wenn sie nicht daran teilnehmen wollen und einfach auch ihre Privatsphäre zu respektieren und nicht Systeme zu gestalten, die einfach stillschweigend davon ausgehen, dass alle Leute die gleichen Bedürfnisse haben. Und Jörg, abschließend, dein Wunsch für die vernetzte Stadt, welche interaktive Oberfläche möchtest du unbedingt gestalten? Also ich denke mal, was ganz wichtig ist, ist, dass eben, wie gerade schon gesagt, die Bürger das selber beeinflussen können, das selber in der Hand haben. Und glaube ich, ein ganz wichtiger Teil daran ist auch die Ausbildung. Also dass eben die Bürger selber auch mit den Technologien sich auskennen, dass das eben nicht als fremdbestimmt wahrgenommen wird oder als irgendwas, was irgendwie Angst macht, sondern dass alle die Möglichkeit haben, das selber zu lernen, das selber bauen zu können und auch selber beeinflussen zu können. Jetzt haben wir ein sehr demokratisches Ende hier gefunden, ne?
Es ist ein so mega komplexes Thema, die intelligente Stadt der Zukunft. Wir haben es versucht, auf verschiedene Aspekte zu begrenzen, aber da haben Sie alle gemerkt, schießen immer wieder Gedanken dazwischen und dann kommt was Neues dazu und man kann gar nicht alles so vertiefen, wie man vielleicht möchte. Wir hoffen auf jeden Fall, von derer, die wissen, dass wir Ihnen in diesem digitalen Salon ein paar Anregungen liefern konnten zur intelligenten Stadt der Zukunft, wie das alles aussehen kann, wie man da wohnen, leben, arbeiten und operieren kann sozusagen. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Jörg Müller, Frank Rieger, Andreas Leo und Nadine Heinig. Und ich bedanke mich natürlich bei Ihnen allen, dass Sie da waren, dass Sie sich beteiligt haben. Und wir hoffen, der nächste digitale Salon wird von Ihnen auch wieder gut besucht werden. Vielen Dank. Schönen Abend noch.